an der Tmachema mat denen Hai en Witeen. Den Gilles Baum, DP, de deputéiertner Präsident vun der Chamberkommission, die fir Familie zoustänneg ass. François Hetto, CSV-Deputéiert am Member an der selwichter Kommission. Den Präsident vun der Chambre des Salariés, de Jean-Claude Reding. An dann fir die anerseit Patronat, Juristin vun der Chambre de Commerce, Anne-Sophie Theissen, die och zoustänneg fir d'Avien ass. Beit Chambren, Chambre des Salariés an Chambre de Commerce hun un avis zum Gesetzprojet iwwer die nei Familienzoulären geschriven. Die Damen, die Herren, noch von mir aus einen schönen guten Abend. Für den Congé parental, den haut ja an der Chamberkommission viergestalt kauft, den Congé parental geht mir flexibel. Es kann in ganz, nicht mir just über sechs, mir auch Männer über Feiermeint holen, wo ihn also Feiermeint ganz daheim ist. Dann kann ihnen noch alle holen über 12 Meint oder aber auch just über 8 Meint. Es kann ihn über 20 Meint Feiermol im Mond holen oder es kann ihn allkeiers in der Woche respektiv 20% von der Arbeitszeit freiholen. Das gilt just für die Leute, die ganz derst schaffen. An Pei geht bezahlt, jen oder eigener Pei, kriegen für den Congé parental 1923 Euro oder Maximum 3200 Euro. Gilles Baum, für was die dote Mesure, was das Zielsetzung? Und das so, dass den Congé parental angefordert ging aus 1999, der Congé parental aus Bell grossjährig. Ich kann mich erinnern, dass das derzeit nicht so ganz einfach war, dass Leute sich viel früher gestellt haben. Sowohl die Leute, die wollten holen, wie auch die Patronen, die wollten den Congé parental geben. Ich muss sagen, mit 77.000 Leuten, die an den Jahren den Congé parental geholt haben, davon profitiert haben, für bei ihren Kindern zu sehen, für Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, meine ich, dass ich vom Congé parental kann von einer Erfolgsstory schwätzen. Die Welt hat sich aber an denen bald 18 Jahre stark verändert, die Gesellschaft hat sich verändert, besonders von den Eltern hat sich auch verändert. Und ich merke, dass es einfach in der Zeit war, für den Congé parental zu evaluieren, auf zu gucken, ob ich nicht kann andere Modelle machen, die mehr flexibel sind, die den Älteren mehr geben und gehen kommen. Wir wissen, dass besonders Damen an den Genuss kommen vom Congé parental, den Congé parental holen. Ich merke, es wäre aber auch wichtig, und dafür vielleicht die mehr flexible Modelle, die man anbieten möchten, ich merke, es wäre auch wichtig, dass mehr Pappen sich geben Zeit holen oder sich wollen Zeit holen. Ich weiß, dass viele Pappen sich wollen Zeit holen, wie das aus entweder Flexibilitätsgründen gegangen ist, respektive auch aus finanziellen Gründen gegangen ist. Und ich meine, mit den neuen Modellen kommen wir auch bewegen, wo auch vielleicht mehr Pappen bereit sind, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, wenn sie noch ganz, ganz klein sind. Ich greife mal den Punkt von der Flexibilität direkt raus, François Hetto. Wie empfand ihr das, was du hier gesehen hast? Also ich muss mal so nicht begrüßen, nicht erstens mal schon, dass Papa und Mama die Congé können parallel holen, das ist auch flott, dass wir eine Flexibilität machen. Wir hätten aber können einen Schritt mehr weit gehen. Ich meine, die Flexibilität, die es nicht mehr gibt, wenn der Patron damit d'accord ist, das heißt, der Patron, der muss wollen, sonst geschieht auch nicht. Ich begrüße aber auch, dass der Minister das abgegriffen hat, was mir am Anfang, wie sie die erste Kehr präsentiert hat, gesagt hat, wir können machen noch den ersten Congé parental mehr flexibel. Das ist Login, fand man gut, aber wir hätten uns gewünscht, dass er noch auch andere Modelle hätte können mit dran bringen. Und wenn ich schon sehe, du musst den Patron mit seinem Salari in Akkord finden, wir werden nicht einfach so, wir kommen gehen hin die Zeit und sie müssen ein Arrangement finden. Wir werden nicht 75% schaffen, 60% schaffen, wenn die Familie sich im Moment so besser kann arrangieren. Ich meine, du hätte ihn wirklich können, denen Leute auch entgegenkommen. Und Tatsache, dass, wenn ihnen flexibel hält, am Ganzen Feier meint sie nicht sechs. Ja, also das ist noch ein ganz anderes Problem, wenn ihnen die Flexibilität da will holen, da verliert ihr den. Das heißt, das geht wirklich auf die Kaste von der Zeit, weil in den sechs meint zu gut tut, aber ob der für 80% zum Beispiel schaffen zu gehen, den muss das bei den 20 Meinen anholen. Eigentlich, wenn ihr das richtig umrechnet, hätten Recht auf 30 Meinen, wo ihr das Kinder anholen. Und das fand ich nicht richtig, wenn man schon so eine Flexibilität. Für was muss das dann immer mit einer Kontrahent verbunden sein? Flexibilität, Madame Theissen, von der Chambre de Commerce aus. Also für über 20 meint vier gesehen, zum Beispiel, wenn ihr 20% hält an der Woche. Wenn du zum Beispiel Madame Hetto seht, über 30 meint, wie seht ihr die Flexibilität? Also mit dem Gesetzesprojekt haben wir am Anfang mehr Schwaben, das heißt für den Salarié und auch für den Employer. Also ich kann nicht wirklich sagen, dass ich damit d'accord bin, dass die Leute darunter verlieren, weil vielleicht will ihn gerade nicht 6 Monate holen, aber vielleicht findet die Person besser, also 4 Monate oder 4 Monate oder 80%. Also ich meine, das hängt von Fall zu Fall auf. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht Leute eben auch ganz interessiert sind, vielleicht
Männer Congé parental zu holen, also an eben de Schwa hun Männer zu holen anstelle von überhaupt ge Congé parental. Ich falsch verstehen. Ich fand das auch gut, wenn ihr seht, ich will nicht mehr feiern, mein, oder nicht mehr so viel mit schaffen. Aber ich muss aber trash tun, das, was im Zoo steht. Und trash seht am Fungal, dass ein 6 Meinte könnt holen, wenn er ging voll holen. Ja. Wenn er dann optiert für 80%, da muss man aber die Zeit zugestohlen bleiben. Das heißt, der Mist, wo sich während 30 Meinte können, zu 80% schaffen, ob man das möchte. Das ist ein anderer. Mit trash müssen aber zumindest tun. Ja, das ist natürlich eine Erstellung. Ich gebe so ein, also wie ich ein Gesetzesprojekt do gesehen. Also ich fand am Anfang die Possibilitäten, die wir do haben, das eben flexibel zu haben an eben meiner Zeit, dass das auch für den Salari mehr flexibel gegebenenfalls an den Wildfleisch nicht unbedingt lo die ganze Zeit auch am Congé parental sind. Das vielleicht irre ich tut weiter gegen Jean-Claude Reding. Tatsache ist effektiv von der Gesteckel, das kriegt ihn am Total Manner, Gilles Baum. Lass mal so ein, das ist ja ein Kompromiss, die Leute um das leider Kompromiss, die gemacht gehen aus der Regierung, den Patronat und natürlich dann noch den Chambre de Salarié. Und ich meine, die Gewerkschaft, pardon. Ich meine, dass wir aber hier schon ein gut Stück weiterkommen. Sie haben mal gesehen, was für ein, aber ganz rigid Modelle, dass wir noch haben. Und dass wir aber noch 6 Modelle mehr haben, wie die im Moment haben. Alles aus dem Traum, hier ist ein Kompromiss. Und ich meine, dass wir hier aber schon ein gut Stück weiterkommen. An der Zusammenarbeit gemerkt, dass zwischen Regierung, Patronat und auch der Gewerkschaft. Den LCGB, Jean-Claude Reding, den hast zum Beispiel gesagt, dass der Patron muss auch verstanden sein, am Teilzeitkongé, die will sogar mehr Automatismus da dran kriegen. Und finde doch nicht gut, dass der Patron zum Beispiel beim zweiten Kongé auch mehr kann mitschwätzen. Wie gesagt, er schon am Fungehol, das, was du hier gesehen hast. Also natürlich ist das ein froh, in welchen Konditionen, wie weit geht recht von den Menschen? Ne? Was sind dann das, was der Patron kann dann für ihn setzen? Du könntest den Text mehr präzisieren. Ich will aber nur erinnern, dass eigentlich historisch den Congé parental auf einem Akkord im europäischen Plan zwischen Patronat und Gewerkschaften drin ging und das noch zu Lützeburg, ihr den 99 Jahre vorher ging, das diskutiert ging, also ich war demnächst dabei, ich finde, dass man verstehen, Herr Thiel, demnächst negociiert, an einem von den Souci war immer den, wie kriegen wir ein Equilibre zwischen den Besuchern von der Entreprise und den Besuchern von den Leuten. Und das war auch die Basis für was, dass man für flexible Modelle waren. Geht ein Unterschied an dem Sinn, wie weit geht im Moment die Rechte von den Menschen, und da fand ich, dass ich in dem Text noch bessere an Begründungen, die ein Patron muss gehen, für zu sagen, hey, das geht noch nicht, die müsste mir seriös festgelegt gehen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch Realist sein, also, und man gehen heißt so Situationen, da kann ich nicht einfach so, das du Klient machen, das geht nicht. Besonders, weil den neue Projekt eigentlich dann an die Richtung geht, die man 99 wollten haben, nämlich eigentlich mehr Flexibilität dran haben, mit dem uns schon plädiert als Gewerkschaften zusammen, übrigens dem uns mein Patronat, für mehr flexible Modelle zu haben, dass dem uns gesagt wird, kann man machen das mehr klar und mehr fest, weil du auch um politischen Plan gemeint hast, das gibt die Betriebe dann dazu feiern, mehr Leute anzustellen. Wir haben dann immer gesagt, dass etwas verhilft, dass wir leider an der Erbisch bleiben. Aber besonders die Frauen bleiben mehr an der Erbisch. Und du kriegst vielleicht eine bessere Verteilung von der, zwischen Männern und Frauen von der Erbisch. Und wir haben nicht darüber gelebt, dass dafür automatisch mehr Erbisplätze für Geschäfte gehen. Aber gut, das war auch nicht so wichtig. Wichtig war das gemerkt. Mit seiner Erbiszeitmesur. Das war eine Erbiszeitmesur. Und das ist auch eine Erbiszeitmesur, weil es geht darum, für zu gucken, dass ein Mann und Frau, die Kinder haben, können zusammen ihre Berufe ausüben, ohne weiter, ohne Rest zu klammern. Und dann noch mehr Gleichheit in der Gesellschaft zwischen den Männern und den Frauen zu kriegen. Und da will ich auch darauf hinweisen, dass für mich eigentlich den ganz großen Fortschritt, nicht nur den als von der Flexibilität, den als gut, du kannst die Sachen verbessern, nuancieren. Ich hoffe, dass du an der Diskussion in der Chambre nach den einen oder anderen Stellschrauben geändert gehen und du nach verschiedenen Sachen können verbessert gehen. Mehr fundamentale Fortschritt, das ist den, dass eigentlich es lohnt nicht mehr eine Indemnität, dass die fix ist, mehr dass es eigentlich ohne Salär gebunden ist. Ja? Und, weil wir haben auch festgestellt, dass Löserlisten, Congé parental, eigentlich nicht mehr ein Attrait, wo er für Leute, die normal durchschnittlich Pei hätten. Die haben sich dann evaluiert, soll man das dann auch mehr, weil sie ungefähr zu verlieren. Für ihn angefordert, da wäre die Zum mehr wie die Mindestlohn wert.
Dat werf mi héich, besonders am Netto. Haut ass et Manner wie de Mindestlohn am Netto. Gut, man da ist dann von einem Detailpunkt, ob den nachher kommen, den noch kann lesen an der Chamber, weil ihn da noch eine kleine Flexibilität dran bringt. Aber dadurch, dass man die Plafond da machen, meine ich, geht viel mehr attraktiv, auch für ein ganz richtiges Salarien. Und das kann helfen, dass sie mehr benutzt werden, besonders auch, weil man eben das Denken am Kopf hat, dass Männer einfach dann die sind, die sich dann um seine Karriere bekümmern, oder Leute, die Frauen sich um den Kanner bekümmern. Das fand ich falsch, aber das leider am Kopf so, und du spielst dann oft dann Pi eine Rolle. Aber wenn dann Männer gesund kriegen, hey, du verlierst aber nicht an der Pi. Und an dem Alter sind Pien für die meisten Leute dann einfach bis zu dem Plafond an der Reihe. Manchmal ist das ein Fortschritt, also ich hoffe, dass der doch so gestimmt geht und dass man damit dann eigentlich seit langem an der Familienpolitik mal eine fortschrittliche Mesure machen. Weil an der letzten haben wir hauptsächlich Spurmesure gemacht. Man ist dann mal von der Extension von den Kirchen an denen Sachen, die gemerkt sind. Wir haben aber auf der anderen Seite aber auch Abschnitte an der Familienpolitik gehabt, die negative Auswirkungen auf die Sozialsituation von den Leuten haben. Wie zum Beispiel die Allokation d'Education zu streichen, gell? Da kommen wir auch noch dort zurück. Gilles Baum, ich wollte noch beim Congé parental bleiben. Es sind noch Männer, die so in Schulen nicht, weil man eine Karriere schult, aber der Patron tut dagegen, dass die Argumente bleiben aber wahrscheinlich verlabel. Die bleiben absolut verlabel, sind ich der Meinung. Ich merke, dass das ein persönliches Schwert, das ist ein persönliches Schwert. Ich merke, das ist aber nur schon ein Fortschritt, wenn man so immer lässt. Ich kann nur auf meine Arabisch bleiben. Ich gehe just in der Woche, gehe ich nicht während 20 Menschen. Das ist eine ganz andere Ausgangsposition für eine Karriere. Wie wenn ich sehe, ich muss nur, wenn ich will bei meinem Kanzler 6 Minuten fix dahin bleiben. Und dafür denke ich, dass wir einfach einen Schritt in die richtige Richtung machen, für sowohl können Karriere wie aber auch Kant unter den Hut zu kriegen. Wie gesagt, für die kleinen Betriebe aus Madame Thyssen, die europäische Direktive, von der wir geschwärt haben, hat ja just 3 Monate vier geschrieben gehabt und sogar nicht von Indemnität geschwärt. Wie gesagt, für die kleinen Betriebe aus? Effektiv, also Lützeburg geht über die Direktive hinaus. Aber bon, bei der Chambre de Commerce, wir haben alle Entreprisen, kleine Entreprisen, große Entreprisen, das geht am Funke Standard Antwort. Wir haben also Entreprisen, auch verschiedene Sektoren, das heißt, also, wir haben vielleicht kleine also kleine Entreprisen, die sich zum Jahresanfang oder am Ende des Jahres, wenn sie vielleicht einen Fiduciär konnten, müssen machen, da können sie vielleicht nicht so. Also okay, ich gehe in den Congé parental einen ganzen Monat und das viermal bei einem 20 Monat. Aber vielleicht gibt es dann so 80%, das ist an der Reihe. Das sind vielleicht auch Entreprisen, sie können das dann nicht, also gehen einen fraktionierten Congé parental. Da müssen sich Parteien eben eins gehen, effektiv. Also mehr schauen, das heißt mehr Komplexität. Also ich meine, da müssen wir wirklich also gucken, wie das praktisch umgesetzt wird, weil für die meisten Betriebe effektiv, das heißt auch, dass sie mehr müssen überlegen, ob sie das machen können oder nicht. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu komplex gehen und vielleicht noch andere Schwein aufhören, weil ich meine, wenn die Legislation zu komplex wird, da könnte das Risiko aber bestehen, weil Lützeburg ist ja auch ein Open Marché, dass vielleicht auch die Entreprisen mehr geben, auf dem Travail intérimaire zurückgreifen. Dafür, also ich meine, die Mesuren, die wir haben, die sind nicht schlecht. Und gibt vielleicht noch ein paar Details effektiv zu verbessern, aber das ist auf alle Fall ein guter Anfangspunkt. Jean-Claude Reding. Ich würde immer so verstehen, dass auch ein Patronat, Chambre de Commerce, dafür antreten, dass man ein Taux d'Emploi féminin und den Europa geht und den Heijas. Das heißt, dass eigentlich die Idee ist, dass Männer und Frauen zusammen sollen schaffen. Weil das ist auch das, was durch einen politischen Plan an den europäischen Texten 2020 festgelegt wird. Da wird von einem Taux d'Emploi von 75% geschwert. Das ist auch von allen Parteien begrüßt. Ich habe nämlich noch keine Partei gesehen, die das Modell verteidigt hat, im europäischen Plan, dass sie in der Schwachheit daheim zu bleiben oder zu schaffen. Weil sie sind alle Gründe dafür gestimmt, dass das Programm 2020 gut wäre. Und durch die Stadt, dass wir dann in die Richtung gehen, zu gucken, dass die Männer und Frauen auf der Erbisch bleiben. Da geht es darum, für die Unterschiede zwischen Männern und Frauen auszubauen, wegzuholen, dass nicht Karriereprobleme da entstehen und dass es gleichberechtigt ist. Und in dem Sinn, meine ich, heute ja auch viele Teile vom Patronat, schwätze ja von der Responsabilität sozial, sie werden dort erfahren. Und ich hole sie da beim Wort und ich bin der Meinung, dass ich dann noch muss, was die
Die Probleme, die ich kann stellen, da sind da musst du gucken, Lesungen intern noch zu fanden und das sind an die Richtung, an die Weg geht. Twitch auch Avantage für den Betrieb. Behältsingleit, muss nicht dem Neuleit sichern, behält die Qualifikationen entwickeln sich weiter. Also ich meine, dass es am Endeffekt, neben den kleinen Desavantagen, die können gehen, eigentlich insgesamt ein gutes Ehres für die Ökonomie, auch für die Leute, andere Dummern noch für die Betriebe und dass wir sollten an die Richtung durchgehen. Und der Europäische ist immer gesagt, das ist ein Minimum. Ja? Und kann nicht besser werden. Es gibt noch Länder, die nach mir weit gegangen sind. Ich habe mir ein Givens vorgestellt, wie wert, als die, die nicht abgegrafft gehen, für zu suchen, die, du kannst auch bis 12 Jahre gehen. Wir sind nur bei, wir sind nur abgegangen auf 6 Jahre. Die Europäische Direktive schwätzt von 8 Jahren, aber du kannst auch drüber gehen. Wie wert, wenn wir 12 Jahre gesucht haben, wir wollen am Leben von einer Familie, von keiner Moment da sind, zum Beispiel, wenn ihr einen Troll wieselt, wenn ihr eine Pubertät kennt, die wichtig sind, wo ihr vielleicht im Moment schwaben möchtet, wird so ein Heil durchholen. Danach. Besonders, wenn ihr ein fraktioniertes Modell habt, den eigentlich interessant ist, für das können ihr im Moment zu lesen. Das ist ja auch so, dass Arbeitsmarkt, François Hette, was gibt dir einem Sohn? Es war gedurcht eine Arbeitsmarktmesure, wo andere Leute sollten den ersetzen, die an den Congé parental gehen. In der Praxis, als das oft nicht geschieht, das heißt vielleicht, ob die Kollegen am Betrieb, die auch ältere sind, haben einen Meidruck. Was gibt da auf das Argument? Wem sind mehr Druck? Weil sie da Bestand machen, von dem die fehlt. Ja, das kann Sinn. Ich meine aber, dass du auch eine ganz eine Kollegialität an den Betrieben auch besteht. Ich wollte aber nachher bis zu der Sache, so was den Herr Reding gesagt hat. Ich meine auch, dass Unternehmen, die ihre Leute in dem Sinne entgegenkommen, wie du das tut, das akzeptieren, dass sie den Congé parental holen, ob das denen überfraktioniert ist oder nicht, dass sie nur einfach zufrieden Personal kriegen. Und sie, dadurch, dass das Personal zufrieden ist, gehen sie in den Betrieb gebunden. Das ist also auch ein Avantage für den Patron. Ich meine, das Patron hat auch mit der Zeit so gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass es verschiedene Branchen mich schwer ist, zu handhaben, dass es auch ganz sicher schwer zu handhaben, wenn es der kleine Betrieb ist, wenn es nicht mehr mit 8 Leuten schafft, dann könnt ihr den einen und den anderen haben, die gerne Congé parental hätten. Das ist schon nicht einfach. Aber ich meine, dass ich aber in general kann so, dass du dadurch, dass ein guter Entente, dass der Patron einen Akkord findet mit seinem Salarié, dass das benefit ist für jeden Verein. Das Kannergeld an Gilles Baum, du siehst die Rapporte vom Gesetzprojekt, die leidet schon ein bisschen mehr lang für. Den Alter geht ja hoch von 27 auf 24 Jahre. Das Kannergeld begreift an Zukunft auch den Boni, die ja gesagt wird, von den Steuerreduktionen. In Zukunft sollen mehr Prestationen en Natur gehen, das ist Sachleistungen am Platz Geldleistungen. Könnt ihr da erklären, was die Idee ist, für was denn so viel geht? Das ist das auch alle Kandelo derselbe Wert zum Beispiel. Bis lo, der zweite Kand kann den proportionell mehr suchen, wie just zweimal ein Kand. Voilà, das ist so. Und das ist mal wichtig, dass ich lo, dass bei dieser Gelegenheit kann so sein, dass alle guten die Leute, die lo Kammergeld kriegen, auch werden das Kammergeld behalten, was sie bis lo haben. Am Nom Antritt von der Reform werden für alle Kant, für das Geburt, 265 Euro gehen, dann das Kammergeld an den Kammerbonus zusammengeschlagen. Für was Änderungen, wenn wir der Meinung sind, dass es doch wichtig ist, an Sachleistungen zu investieren, das als zum Beispiel die gratis Kammerbetreuung, die wir wollen, am Kader von den Maison Relais, respektive von den Crèches, für die Kammer am niedrigen Alter anbieten, wenn sie bilingual wenn sie bilingual enseigniert gehen, dann ist natürlich auch Subvention Loyer, die vom 1. Januar schon angetragen ist. Und das ist natürlich der reformierte Congé parental, der noch finanziell mehr attraktiv ist. Also wie gesagt, die Gesamtfamilienpolitik kann ich nicht mehr gesehen, der Congé parental allein, Prestation familiale allein, Check Service allein, aber das muss ganz gehen, das geht auch ganz, das geht auch ein kohärentes System. Ich kann für den Antreten von der Reform dieselbe Stunde Montan kriegen, das ist auch kohärent mit den Studentenbursen, die reformiert gesehen, das ist auch kohärent mit den Checkservicen, wo dann nicht mit dem Rang vom Kant geguckt, wie viel kann er sein, am Kader vom Checkservice eligible für den dran zu kommen. Also wie gesagt, es steht, dass am Gang zu entstehen, ein Konzept für Familienpolitik, das nicht nur als engem Baustein, hier als engem Baustein, da besteht, wie die Baustein gehen zusammen gefeiert zu einer kohärenten Politik. Jean-Claude Reding, wenn du gesagt hast, dass die Regierung, die Maison Relais, an die Kannerbetreuung, auch an das Bilingualt, soll gratis gehen, Congé parental, hier steht noch gedrungen, effektiv, wenn ein Kannergeld teilweise guckt, geht ja zurück, ob man es bei 2 und 3 kann, kriegt den Herrn nur an Zukunft, die zukünftig älteren Männer. Ist das nicht eine logische Konsequenz aus dem, dass die Regierung einfach mehr Sachleistungen gibt?
Also wie Sachlichtungen angefuhrt, die sind 2006 an der Tripartit, an dem uns auch gesagt wurde, dass wir diese indexieren, ein Rutsch von Bikanergeld. Da haben wir schon darauf hingewiesen, dass wir da ein paar Schwerpunkte an der Diskussion hätten. Das ist, dass wir gesagt haben, pass mal auf, da muss man auch gucken, dass auch für Jitverein den Achse da ist und dass auch Jitverein den Achse auch benutzt. Man liest leider in der Zwischenzeit von den zwölf Stimmen, die ich kenne, bei 50% von den Kammern, die von den Scheckservicen profitieren. Ja, da sind also nach, was ein von zwei, ja, die anderen nicht. Also schon bis 12 Uhr. Voilà, und das ist der zweite Punkt, den wir immer hingewiesen haben, den wir gesagt haben, und zweitens könnte der Punkt, wo, dass wir so ein Heim haben, die Kammer über 12 Uhr, die verlieren. Respektive die Familie verlieren den Moment. Und wir haben auch darauf hingewiesen, dass in, von Zeit zu Zeit wir in eine Richtung gehen, wo ein Kammergeld auch wenn nicht einfach indexiert wird, mehr einfach die Realität von den Kräften müssen aufpassen. Weil sie nämlich ein ganz wesentlicher Bestandteil zu lösen, wo es sind, für eine ganz richtige Familie. Wenn man in Statistiken über die Armut an die Ungleichheit guckt, dann sagt man, dass Kammergeld für Familien einen ganz großen Teil vom verfügbaren Einkommens ausmachen. Und wir haben aber in den letzten 15, 20 Jahren eine Entwicklung erlebt zu Lützburg, dass sie dann Ungleichheiten zuholen. Und das ist eigentlich auch ein Armutsrisiko, leider auch abgegangen. Ein Armutsrisiko, den ist von 11% an den 19 Jahren auf halt 16% abgegangen. Ne? Man kann nicht viel darüber schwätzen, wie die Gemüse nicht mit Tendenz, also auf jeden Fall klar, dass man da in Hunden, also sind hauptsächlich Familien mit Kammer betraf. Und dafür meine ich, dass es wichtig wäre, für den Text, du unabhängig mal davon, ob ihn ein ideologisch Meinung hört, dass es richtig ist, dass alle Kantschüs das nämlich soll tun, und dass ich nicht die Gruppe holt, da habe ich keine Rechnungen gesehen, die mich überzeugen, dass der den richtig ist und der andere richtig ist. Das fehlt mir eigentlich da dran. Ich will nur eine Klammer machen, also ein Hai, was aber nicht stimmt, was gesagt wird, dass das nicht geändert geht. Weil wenn man nämlich die Gesamtsumme, die ein Haut kann, hat, geben dividieren durch 12 von den Kammern, um zu gucken, was heute eh kann, wer das. Dann müssten wir aus sich die Zum von 265 auf über 300 hegen. Und dann geht es um das, dann hat man nämlich Zum, dann hat man just nicht mehr verdient, was man da hat. Da verlieren wir die Familien. Das ist das, was ich auch gesagt habe, dass immer 2 und 3 im Moment verlieren. Trotzdem, an der Rechnung, wie gesagt, sieht aber die Regierung, wir gehen noch mit der Maison Relais, mit Subventionen, ja, mit Projekt Parental, wo nicht, man mehr dran so geht. Das stimmt, aber in dem Sinne nicht, weil nämlich Paar von der Prestation familiale par rapport an noch von dem, was wir ausgehen, par rapport zu dem PIB, eigentlich höchstens stabil bleibt, an unsere Rechnung sogar leicht zurückgeht. So dass man also da eigentlich das da ein Argument mit Vorsicht will genießen. Und zweitens geht es ja darum, dass wir da weiter Fortschritte machen an den Armutsproblem, den wir da lesen. Und oft ist es aber so, dass sie genau die kann man nicht an die Kräche gehen, die genau an der Situation sind, an denen man nicht an richtig, bei richtig Tagesmütter gehen oder so, mit ihnen an einem informellen Sektor, der im Moment lebt, was nicht unbedingt in die Richtung geht, dass man wirklich gucken, mehr Chancengleichheit an unserer Gesellschaft zu kriegen. Du hast, meine ich, etwas zu ändern. François Sertow, wie könnt ihr die Sache noch vollziehen, dass ihr seht, okay, wir gehen in eine Richtung, dafür gibt vielleicht keiner Geld, für wenn ich mehr kann, heute Männer wie bislang. Also wir natürlich auch gesagt, schon als Partei, auch bei der ganzen Geschichte mit der Rentrée, alle Kosten der Rentrée scolaire, dass es nicht so Schulmaterial gibt, wie wir suchen. Aber wenn ich aber nur rein zu ihnen gucke, okay, wir holen keinen etwas weg. Moment, mit den Unterschied, die müssen sich aber trotzdem am Kappen halten. Bei drei Kanner hast du Moment mit dem Boni dabei, 1030 Euro. In Zukunft sind das 235 Männer. Das also sind aber viele. Die Familien, kommen, ja. Das sind aber trotzdem 235 Euro. Wird die Familie auch von die Kanner auf die Welt kommen, haben nur aber Männer. Und dafür als unser Wunsch, aber für wert nicht drüber nur denken oder gucken, wie ihn das kann machen, für aber auch den Familien an dem Sinne entgegenzukommen, eine Allokation speziell zu geben für Familien nombreux, für das sind die einfach auch, weil die wisst auch, schmecken Herr Baum, die wisst das, wenn ihn mehr wie zwei Kanner hat, dann braucht ihn viel mehr großen Auto, das ist viel mehr schwer, wenn ihn mal lenken will, dann Vakanz gehen, für sich dumm mit den Zimmern zu organisieren. Für wert nicht einfach auch bei denen
Fall gucken, wie in denen Leute kann entgegenkommen. Ich gebe noch Chamber de Commerce. Die hat begrüßt ausdrücklich, dass Sachleistungen mehr sollen kommen am Platz Geldleistungen. Ja, absolut. Aber wir haben auch also darauf assistiert, dass wirklich, also was wichtig ist, dass ein Besoin, egal, eine Aide. Und das tun wir hier an dem Gesetzesprojekt auch nicht, weil also effektiv, auch wenn ein Montant lohnt, nämlich als für alkanische Mengen, das löst also Probleme effektiv nicht, weil hier und so kommen noch Checkservice-Accueil dabei, für andere nicht. Das ist, was wir am Anfang freuen, dass mehr Selektivität, das auch am Anfang ein Rapport von der Kapazität kontributiv von den Haushältern. Das heißt, eine Aide ist ein Besoin, da muss am Anfang mehr geguckt gehen, was Leute effektiv als Revenu haben, und nicht nur die Prestation familial. Ich meine, das ist wirklich eine Vue, die nicht also, weit genug geht. Und wir haben auch gefragt, also es soll ein Kehr wirklich ein Screening gemacht werden, gehen von all den Aiden, die lo bestohlen, an nicht etwas dabei zu setzen, ohne lo zu gucken, ob nicht etwas anderes lo sollte weggeholt gehen. Das wäre mehr, also Selektivität, wenn effektiv, also alles mehr nur geguckt. Und die sozusagen effektiv gucken, wo ist der Bus, an was gehen wir dann? Das Gesamt, eben Gesamtpaket, und das fehlt halt. Gilles Baum. Du hast den Reproche, das geht fehlen, das ist für dich zu gucken, was wird gebraucht und wie reagieren wir? Na, ich meine, ich muss zwar sagen, dass am Kader von denen arbeiten hier, sie haben das über den Gesetzesprojekt 460, über das Schreckservice, sie haben das über die Allokation der Loyer, sie haben das über das, was sich ändert an der Maison Relais, sie haben das über das Kammergeld, sie haben das über den Congé Parental, da kann ich aber nicht sagen, dass du eng müssen geguckt und andere nicht. Ich fand aber schon, dass man es heute damit gemacht hat, für aber ein möglichst großer Blick zu kriegen über die ganze Wolle von der Familienpolitik, wo das vielleicht an den oder anderen noch fehlt. Ihr sollt ein Besoin une Aide, da müssen wir schon aber vielleicht mehr konkret sehen. Aber ich meine zwar schon, dass wir hier ein Arbeit gemacht haben, die einfach extensiv. Was das vielleicht nicht, zum Gut für jeden Fall, aber nicht hundertprozentig. Aber ich denke aber schon, dass hier ein Arbeit gemacht haben, dass die einfach substanziell ist. Ich meine, wir gehen hier über einen anderen Weg, wir wissen das. Wir sind uns dessen bewusst, wir wollten das reformieren, wir machen das doch. Und das kann nur gebessert gehen, dass wir vielleicht gesund gehen, aber nicht kann etwas machen für Familie und Röse. Ja, das wird ja auch kein von uns ausgeschlossen, dass wir so. Weil, komm, ich gucke nach 5 Jahren zum Beispiel, was das so geschieht mit dem Kammergeld, was wir neu gemacht haben, wie die Situation von den Familien, die an Zeit von denen 5 Jahren vielleicht 3 oder 4 Jahre Kammer kriegt haben. Und ich meine, du hast keinen, der sich verschlossen hat, für zu sagen, nee, das ist für uns ein Punkt, wir ändern nur nichts mehr drin. Dann ist es nicht gesund, wir kommen, wir machen, lassen wir mal, komm, los, das tun wir laufen. Und dann haben wir uns Zeit für eine Bilanz zu machen darüber. Ja, dabei für ich also schmecken mir hat schon gesagt Kapazität kontributiv der Menage, das ist alle gut, die Erden, die lo also Menage kriegt, dann eben auch vielleicht die eben mehr lo verdingen, dass die Prestation familial vielleicht auch fiskalisiert gehen. Naja, ich gehe so darüber kommen, ob Sozialselektivität, ich gehe vielleicht für dich, für nicht lo alles zu vermischen, kommen aber gleich darauf. François hat und dann Jean-Claude Reding, da kommen wir auf den Punkt. Ja, also genau der Punkt, Sozialselektivität, wir verstehen nicht, wieso das ab einem Jahr soll gratis Kinderbetreuung angefordert gehen. Wenn das die Sachleistung ist, die Sie wollen von der Regierung aus proposieren, wieso gratis? Können wir uns das leisten? Wieso? Ja, denn Herr Juncker hat das immer versprochen, am Kontext guckt man der Schule. Und ich meine, ab dem Moment, wo Kinder in die Schule geht, ab Präkos, aber in Präkos kann ich das ganz gut kombinieren mit einer Ganztagsschule-Offer, kann ich das durchaus machen. Aber für wer da schon ab einem Jahr eine gratis Kinderbetreuung an am Fungo oder durch Rumänien zusätzlich Demand bei den Leuten kreieren. Und wissen, wie es gegangen ist mit den Checkservicen. Hier werden ganz sicher eine ganze Partie Leute und wir auch viele davon profitieren. Ich mich aber freuen, was ist der Sinn und der Zweck davon, für die Betreuung do gratis zu machen. Wir werden auf den Weg gehen an Sozialstoffeln, so wie die Leute eben in der Revenu. Vielleicht können wir dort die Regierungspartei antworten. Hier ist dann Jean-Claude Reding, den Gilles Baum von der DP. Ja. Ich meine, die wüsste ja, dass ich das Gesetz 4.16, weil wir nächste Woche noch schon mal werden, haben, die Sexual... pardon. Die Gesetz 4.16 die Sozialselektivität dort sicher zum Spielen können. Wie wert? Mal erstens bei der Kinderbetreuung. Bei der Kinderbetreuung wird geguckt, der Revenu von Menage. Da wird geguckt, wie oft ist das Kanto. Da wird geguckt, wie viele Kinder sind am Stutt, die am Service da können mal dran sehen. Also ich meine, da spielt schon eine Sozialselektivität. Wenn wir nur schwätzen von der Gratis-Kinderbetreuung, da wissen wir ja, dass wir wollen, wenn wir die bilinguale, nonformelle Bildung anbieten, dass die Kinder können bis zu 20 Stunden die Woche
die Stunden gratis kriegen. Vier, um zwei Sprachen enseigniert zu gehen, enseigniert zu gehen. Für unangenehm zwei Sprachen rumgefahren zu gehen, ich meine, das ist mir wichtig. Das schenkt mir aber schon ja, aber wichtig sind, aber vielleicht Leute dabei sind, nicht wissen. Wenn man von einer gratis Kammerbetreuung schwätzen, muss ich aber wissen, dass der Staat haut schon 80% von dem ganzen Wolle von der Kammerbetreuung bezahlt und die Älteren bezahlen nach 20%. Also wir sind von einer gratis Kammerbetreuung sind wir nicht mehr ganz, ganz weit weg. Und ich will aber hier und nachher ja einfach darauf hinweisen, dass es aber wirklich Herr Juncker war, anordnet Madame Jacobs, die schon in den Jahren 2009 und 2009 gesagt hat, dass mittelfristig Ziel ist, Kammerbetreuung gratis zu machen. Wenn ich so Kammerbetreuung, dann ist das für mich auch Kammerbetreuung für Kammer am kleinen Alter. Das ist nicht nur mit Kammerbetreuung, wenn sie durch die Kurse rankommen, mit der Kammerbetreuung am Alter, wo sie schon mehr klein sind. Frau Klotreding. Drei Sachen vielleicht. Erstens, 2006 für die Diskussion, wo ich dabei war, an der Tripartit gefordert ging, das war so von den Vertretern von den zwei Regierungsparteien von dem Molstay, dass in tendenziell in Richtung von einer gratis Strukturen, ohne dass du einen Zeitrahmen gegeben hast, wenn die kommen. Und wir waren da schon demnächst skeptisch, weil wir gesagt haben, ja, wie geht das dann eigentlich alles? Und wir haben hauptsächlich darauf konzentriert, für Checkservices den Moment als Counterpartie zu kreieren. Wobei bei den Checkservices eigentlich etwas ganz Kompliziertes gebaut ging. Wir haben das ein bisschen mehr einfach gesehen. Ich kann mich erinnern, dass man das Modell proposiert wie bei den Checkrepären, dass man einfach nur dem Abkommen, die Leute so viele Checke geben, mit denen sie da und da können kaufen und fertig. Wir hatten dort auch gedacht, dass sie noch kein Schulmaterial kaufen und so Sachen, weil das alles einfach nicht gratis ist. Haut das doch nicht mehr in einem Lycée gratis, wenn man an den Skivakanz geht. Die Eltern, die sich das nicht so können leisten, die müssen viel beilegen. Der zweite, das ist Sozialselektivität. Ich finde ein bisschen ein Problem an der Diskussion über die Prestation familial, für du über einfach so über die Sozialselektivität zu schwätzen, ohne dass ihr guckt, wo eigentlich die Prestation familialen herkommen. Prestation familiale wären historisch eigentlich ein Sursalär, der kommt aus, für das, weil der Mann allein geschafft wird, für den Moment die Chargen, die durch die Kanner kommen, sind auszugleichen. Das tun wir löserlös vom Betrieb überholen. Ich erinnere nur, dass es lange Zeit Kotisationen sind, die heute noch am Gesetz stehen, die just eben vom Staat überholen gehen. Ja? Die Geschichte soll ich nicht vergessen. Das war Betrieb, der Betrieb, den das früher gemacht wird. Ja? Und das sollen wir auch behalten, weil, also verhalten ist nicht dafür, für an die Systeme zurückzukommen. Wir müssen aber historisch mit der Wohrecht, bei der Wohrecht bleiben. Also, und hier ist eigentlich aus Kompetitivitätsgründen etwas gemerkt, für die Schwachsoziale von den Betrieben raufzusenken, was ökonomisch zu begründen ist, wo ich auch kein Problem damit habe. Was soll ich denn aber so? Wenn ich nur das System changiere, dann hier geht und seht, wir gehen nur auf die Sozialselektivität. Da will ich wissen, wie das mit den vielen Suchen. Fängt man da an, bei denen, die über dem Salär Median leihen, über dem Salär Moyen, fängt man an, bei denen man Mindestlohn, oder wo fängt man an? Ja? Das geht eine ganz komplizierte Situation. Da müssen dann aber die Leute präzise mal dabei suchen und das müssen dann noch politisch an den Programmen am Detail dem Volk, was soll wählen gehen, erklären, was die gerne hat und was die da wollt machen. Ich persönlich bin der Meinung, dass die System nicht mehr abgebaut und über die Jahrzehnten vom Grundsatz her nicht so schlecht ist, dass sie die fiskalisieren. Das ist ein anderes Diskurs. Kann ich nur bei der Fiskalreform, kann ich hier gehen und das machen. Lange Zeit ist das Kammergeld an einem Movement gewesen, wo gleichzeitig der Moment in der Fiskalschraube gedreht ging. Boah, dann kann ich noch in die Richtung zurückgehen und so etwas machen. Das ist etwas eine offene Diskussion. Das dritte, was aber wesentlich ist, dass ein Demontant, den er hat, vom Kammergeld, dass der muss periodisch adaptiert gehen. Und da habe ich ein großes Problem mit der Regierung, weil das nämlich eigentlich an einem Akkord, das wir die letzten nicht noch mal ausgehandelt haben, 2014, den 26. November, wo wir präzise drauf stehen, dass das Mist adaptiert gehen, muss sogar eine Formel. Und in der Zwischenzeit haben wir noch detailliert Formeln für, wie das könnte gemerkt werden, mit mathematischen Formeln sogar, wie das könnte gemerkt werden. Und das steht nicht an dem Gesetzestext. Und da habe ich ein riesiges Problem damit, weil es erstens inhaltlich wichtig ist und zweitens, als es etwas, was in der Schrift ging von einer Regierung,
Und das muss angehalten gehen. Und das muss dem Moment auch an das Gesetz kommen. Und ich gebe nicht richtig von einem Gesetz, das gestimmt gehen, ohne dass der Adaptationsmechanismus, den aufgemerkt ist, dass den dem Moment dran. Ich gebe nicht die Punkte vielleicht direkt anvermischen, Madame Theissen. Die hat schon auch gesprochen, Sozialselektivität. Für was soll kein Geld gestaffelt sein, je nachdem, ob er viel oder wenig zu tun hat. Und die hat auch Modelle selber präsentiert an ihrem Avis. Wie ihn das kennt man? Ja, effektiv. Also ich gehe nur nicht an die Details da ran, aber also ich meine, wie gesagt, also Eisen, Eisfüder drauf, das ist eben ein Besuch, wie ein Eid. Das heißt, Leute, die nicht ein Besuch haben, die sollen dann auch die Eid kriegen. Dafür brauchst du ein Gesamtbild von was also die Leute so als Revenu haben am Menage. Und dann eben gucken, also wenn sie aber noch Prestation familiale sollte kriegen oder Checkservice Accueil oder so weiter, das alles eben auch anzubeziehen und auch zu gucken, also ob sie das wirklich so brauchen. Andere froh eben, ob wir das eventuell sollten besteuern oder vielleicht au regard vom Revenu von dem Menage eben vielleicht degressiv, also Prestation familiale ein, also Afuhren oder ein Plafond zum Beispiel. Aber nicht jeder eben das nämlich, weil die Person das eventuell nicht braucht, an eben auch Leute, die schon Misuren haben, dann vielleicht eben auf ein anderes System zurückgreifen, dass wir da vielleicht eventuell also wirklich an der Gesellschaft auch dann in Essisur könnten Afuhren, also Zwei-Stufen-Gesellschaft. Zum Beispiel. Gilles Baum, am Anfang wollte die Regierung, sie hat als Ziel, es soll mehr Sozialselektivität kommen. Dann hat der Minister schon in der Chamberkommission erklärt, das wäre kompliziert, mit vielen Frontalien. Wie sieht ihr die Frage von der sozialen Selektivität? Also ich war dabei, wie wir Berechnungen gemacht haben, für Sozialselektivität anzufangen beim Kammergeld. Und ich kann nicht sagen, das wäre extrem, extrem kompliziert. Das wäre extrem kompliziert, aber besonders Familien mit viel Kammer hätten da je nach Modell ganz viel verloren. Und dafür sind wir am Anfang von der sozialen Selektivität, schüsst auf dem Punkt vom Kammergeld sind wir ruf. Die wüssten, dass man die soziale Selektivität beim Checkservice der Köln und die soziale Selektivität bei den Studentenbuchsen. Und wir feiern ein Montant an, nur der Reform von 265 Euro für Alkant, weil wir der Meinung sind, dass ein Kammer ist, so viel wert ist, wie der andere. Ich gehe vielleicht just nach François Sette darüber sprechen, auch bei der CSV, wie sie an der Regierung war, war kein Unterschied gemacht, ob ihr viel verdient oder Männer mit dem Kannergeld. Ist das für euch auch okay, wie die Lofi gesehen hat? Also beim Kannergeld habe ich kein Problem. Ich habe ein Problem damit, wenn ich eine Struktur hat, wo Leute schaffen, die sich im Kanner bekümmern, wo Leute, wo bei uns hier Kanner hingehen, für sie betreut zu kriegen, und dass du Kuppel sind, die ich so nochmal herreden, fand ich das dann okay, ein Kuppel, die zusammen 20.000 Euro verdient, dass die da können von einem Gratis-Service profitieren. Ich muss sagen, ich finde ein fundamentales Problem, dass die Allgemeinheit soll, müssen da mit bezahlen drohen, weil Leute, die sich das aber durchaus könnte finanziell leisten, nicht durch ihren eigenen Beitrag können dazu beidrohen. Von daher, Mensch, fand ich das ganz richtig, wie dir das sagt, Madame Theissen, ein Besuch in Eid. Ich fand das eigentlich die richtige Formel. Und soll ich noch das Ganze zusammen gucken? Alle Götter, die helfen. Wir haben ja extrem viel hier in unserem Lützebäuer Land. Ne? Dass ihr das zusammen guckt, auch am Kader von der Logementspolitik, auch am Kader von der Steuerreform, dass ihr das als ganze Package guckt und dann darauf sind eben das sozial gerecht verdient. Den Herr Redinger so gesprochen. Ich will daran erinnern, dass ich gesagt habe, dass wir demnächst 2006 an der Tripartit drauf gehalten, für Checkservicen ranzukriegen und dass man die gesucht haben, die sollen um Abkommen gestaffelt gehen. Da sind in die Richtung gegangen, da kann ich nur im Detail über viele Sachen diskutieren. Ich wollte der anderen Seite zu, und das ist demnächst mit Vertreter von ihrer Partei, die gesucht haben, wir desindexieren, weil wir in Zukunft alles gratis machen. Okay, das konnte ich schon in dem Moment zur Kenntnis holen. Ich gesehen dann, dass es halt nur gesucht gehen, das geht nicht. Ich könnte mich dem Moment ein bisschen ungeschmiert fühlen, wenn ich dann mal so. Und dafür insistieren ich auch so viel darauf, dass nur das Kannergeld auch soll adaptiert gehen. Ich habe nicht von Kannergeld geschwärzt. Ich habe wirklich nur von der Gratis-Betreuung. Das gilt auch für die Studentenbuchsen. Das gilt für ein ganz Ritsch von Sachen. Studentenbuchsen gehen nur ein bisschen darum abgehoben. Ich hoffe, dass sie indexiert gehen. Ob ich denn ja da weiß, das muss nicht ein Preisindex sein, das kann eine andere Sache sein. Das kann auch laufen wie beim Mindestlohn, da sind nur andere Parameter geguckt, aber muss adaptiert gehen, weil sonst verliert immer immer am Wert. Und da schwätzen wir permanent, dass wir den Leuten geben, entgegenkommen mit gratis Sachen. Und im Endeffekt merken die Leute, dass sie zwei Sachen gratis versprochen kriegen, dass sie schon immer mehr haben. Und
Ich kann net viel mat gratis Sachen do ofhenken. Mu so, weil dat klappt nie. Schnet erlieft schön erlieft, dass Leiit versprochen man kriechen öffentlichen Transport gratis, das net woer. An irgendwann gëtt in der Realist, dann se den ja da kommen halen die Diskussion op. Aber diskutiere konkret, wat ich kann mat de Leiit machen. An du ginet Ideen, wat ich kann verbessern an so an die Richtung go. Dat fand ich mé interessant. An du hast nicht mehr von der gesamter Chamber. Ideen zusätzlich Maßnahmen für das zu machen. Das kann in der Menge Platz mehr selektiv machen, bei anderen Männer selektiv, das ist mir egal. Aber der Mechanismus selber, der muss so sein, dass es rum noch viel geht. Das sind Leute gesehen, dass diese Materie kann nicht immer mehr kompliziert wird, wie das in so einer Zukunft tun. Weil dank dafür, die ist nämlich groß und spüre viel Leid, dass sie so ein Hai, wir kriegen dann aber nicht so gut zusammen, wie wir das wollen. Und die verstehen dann nicht, an die man leit man 20.000 Euro den Mond, die wird dem manchmal kein Süßchen, keine Situation. Das war die Frage bezahlen. Also richtig, hoffe ich auch, dass das an dem Moment bei der Steuerreform da wird geschehen. Wir greifen nach weiter Punkt noch viel lo. Kannergeld, Jill Baum, du wolltest nach dem Punkt abgreifen, dass es 4 bis 27 wäre, an der Zukunft soll bis 24, bis entschuldigt, bis 16 Ruf gesagt gehen. Das ist das Limit für Kannergeld. Das bleibt das, nee, das von 27 geht über 25. Bis zum 25. Lebensjahr. Ja, wie weit geht das rum? Ja, nicht mehr, wenn ich dann in einem Lüsse nach raus. Naja. Ja, nee. So soll es mal 16 Jahre arriven. Wenn man auf die Uni geht, dass man 16 Jahre arriven. Den der Lüsse aufgeschlossen hat, den der Lüsse aufgeschlossen hat, geht auch kein Kammergeld mehr, weil ihr dann kann ein Student den Buchs kriegen. Das schenkt man ja aber normal. Für viele Leute Männer, wie das, wenn sie für Donald Kammergeld hatten, Basisbuchs. Das schickt man ja aber nur in den normalen Werdegang zu sehen, dass man den Lehrgang möchte an einen anderen Studenten, an einen anderen Studentenleben, da sucht die Stadt eine andere Unterstützung. Voilà. Und dann ist die Erklärung. Wie weit geht es von 27 und 25 Ruf? Weil 25 Jahre, da schenkt man den maximalen Alter zu sehen, wo ein Kind dann länger schuld ist, wenn er alle ihre Doppel gemacht hat. Da muss ich mal wieder okay. Vorstellen. Da will ich einen anderen Punkt, den Madame Hettow hier drin angesprochen hat. Ich will aber dazu etwas tun, was wir nicht über die Behinderten geschwärt haben. Was mich aber wirklich schockt an der Geschichte, dass wir von Prestation Familial schwätzen, du hast die Allokation supplémentaire pour enfants handicapés. Die geht in Zukunft nicht bis 24, nicht bis 27, die geht nicht bis 18. Ja. Wieso? Wieso hast du da nicht? Wieso hast du da nicht so blieben wie aufgegangen? Da fallen sie an ein anderes Regime. Da kriegen sie die anderen Beihilfen, die ihnen als Handicapier persönlich zugetötet. Wir mengen zwar, dass du Löcher dran sind, dass du nicht durchgehst, weil du gesagt hast, sie können eine RMG kriegen. Eisennivellierungen, nur gehen du ganz bestimmt Probleme für Leute. Und das müsste unbedingt eigentlich über nur gedürt gehen, weil du könntest mal wirklich harte Fälle machen für ein ganz Rutsch von Leuten, die in an der Situation sind. Und die auch, kann man mal nicht als Strukturen, das sind auch keine Strukturen, die da kriegen, wenn du werden lässt. Also wir werfen das schon mal wieder. Gehen wir der Regierung dann mal auf die Wiese, sollen da noch nach Renke gucken. Okay. Und Madame Hettow, ich wollte dann abgreifen, weil der Fiedrusso, die Allokation d'Education und Allokation de Maternité gaufen aufgeschafft, du sind ihr nicht d'accord? Ouais, wir sind einfach der Meinung, dass die Allokation d'Education, dass nicht an Platz kommt, am de Congé parental, den bietet nicht un für die Leute, die nicht können de Congé parental kriegen. Du kannst natürlich lösen, ja, die können den RMG aufrufen. Konditionation muss schon, dass sie 12 Minuten am Vierfeld sozialversichert sind. Eine schöne eine Studentin, die nicht sozialversichert ist, von der Bebelo kriegt. Die kriegt strikt gar nicht. Das Argument, dass immer gesagt, ja, die 485 Euro, die sie für die Allokation d'Education kriegen, das wäre ja auch nicht durchgegangen. Das wäre aber halt wenigstens das. Es sind noch Leute, die sind vielleicht dann an der Zeit mit Tonsch aufgegangen und dann dabei eine halbe Allokation d'Education kriegen. Sodass ich einfach muss sagen, dass die hier Daseinsberechtigung hat, sie das aufgeschafft geht und das definitiv nicht anders an Platz kommt. Sogar aufgeschafft, nee, das ist falsch. Ja, voilà, dann das ist einfach mal falsch, weil sie so, sie wird aufgeschafft gehen, sie geht auslaufen los. Und zwar nach 4 Jahren. Das ist alle gute Leute, die so angefroht hatten, auch schon, wie sie angefroht hatten, eher hier kann auf der Welt war, die kriegen die Suen nach der ihnen zustehen. Aber wenn die Suen nicht aufgeschafft gehen, als Leute geben wir ohne selbst durchstehen, das ist einfach faktisch falsch. So, was ist mit der Allokation der Education? Meine, du kriegst die während 20 Minuten 485 Euro, das ist ja auch gut. Wie, was kriegst du denn noch? Was kriegst du denn noch? Und wir sind am Anfang der Meinung, dass das Wichtigste ist, dass da sind immer Röm, EFOs und Rabischzweltwürd.
Mir wünschen dass alle gute für alle guten Leute, die man kennen, dass Partner zur Summe bleiben. Wir wünschen aber alle guten, dass es eine Reihe von Umständen gehen, dass ein Bäcker kann lang durchstehen. Aber wenn eine Frau lang durchsteht, mit einem zwei oder drei Kammer, also sie hört kein Haus an der Arbeitswelt, dann ist das Armutsrisiko immens groß. Und dafür sind wir als Demokratische Partei der Meinung, dass ihn soll die Leute am Arbeitsprozess halten, dass ihnen nicht soll die Illusion gehen für 20 Meter 485 Euro, und dann wäre es gut, weil muss ich noch gucken, was nur denen 20 Meter könnte. Und dafür ist der reformierte Congé parental mengenisch eng entfernt. Nee. Ob dat. Es gibt auch keine Hilfe, weil auch in Zukunft, auch wenn das dort nur auslaufen gelöst wird, kommen ja auch irgendwann auch noch später Leute, die nicht die Konditionen erfüllen für den Congé parental drin. Was macht das da für die Leute? Aber die Leute sollen gucken, hier auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Wenn ihr Haut guckt, wie viele Damen am Segment 25 bis 55 schaffen gehen, das sind nur Mengen Informationen, 81%. Das sind immens viel. Weil wir auch wissen, dass Koppeln zum Deal müssen zu zwei schaffen gehen, für die Vertrauen zu kommen. Weil wir aber auch wissen, dass ganz viele Damen wollen schaffen gehen. Das muss ich aber mal klar sagen. Haut tun wir Damen, die studieren gehen, aber wir wissen das aus der Schule. Ich meine, dass wir bei den Damen und bei den jungen Mädchen eine Erfolgsquote tun, die im Moment mehr heißt, dass wir sollen gucken, dass wir so viel wie möglich, leider, Herr Reding hat am Anfang von unserer Intervention gesagt, dass wir sollen gucken, so viel wie möglich Damen auf den Arbeitsmarkt zu kriegen, immer EVs an der Arbeitswelt tun, weil ich meine, dass das die größte Sicherheit ist gegen den Armutsrisiko. Ich wollte doch präzise aber nach von der Chambre de Commerce aussprechen. Die hat auch gesagt, Frauen sollen den Kontakt mit dem Beruf halten, also nicht incitieren, über eine Allokation der Education und der Maternität für daheim zu bleiben. Die bringt gut Mama-Rent an das Spiel. Ja, absolut, genau. Das wollte ich auch noch also hinaus. Effektiv, wir hatten schon, also, wie wir den Zukunftspark avisiert hatten, hatten wir auch gefroht, eben, dass Allokation Maternität, wir hatten das saluiert und hatten effektiv gefroht, also, dass Mammenrent auch soll aufgeschafft gehen, weil das ja war eine nämliche Logik. Also, die Leute, die Haut von der Allokation Maternität oder Education profitieren, das sind am Anfang die Leute, die ja nur vielleicht von der Mammenrent profitieren. Das ist die Logik, als die nämlich an eben, also, pour des raisons d'équité oder Kohärenz intergenerationell, hatte man effektiv auch gefroht, also, dass das Mammenrent auch sollte aufgeschafft gehen. Jean-Claude Reding, dir begrüßt ja aber das Prinzip von der Logik, dass ihr seht, Frauen sollen am Arbeitsmarkt dran sein. Das ist richtig. Wir werfen aber ein Problem mit der Aufschaffung von der Allokation und Education ab. Dadurch, dass in den zeitlichen Punkt, dass nicht zusammen mit einem ganzen Parken machen, wie das Tier zu war, was man nicht proper fanden als Approche. Der zweite weisen wir aber ein Problem hin, den egal wie nicht gelesen ist. Das ist den, dass ein Leute hat, wo den E-Partner einen kleinen Pei hat, das muss einen Mindestlohn, und den anderen, den hat einen Temps partiell. Vielleicht auch, weil er nach Neijansches Fond tut, schüsst, weil er das tut. Und die kriegen aber eine Kant. Da kann ich denen natürlich viel werfen, dass sie nicht abgepasst hätten, dann hätten sie keinen Kant mehr. Und die Moment, ich meine, das ist ein bisschen nicht der Approche, die sie so tun. Die hatten laut der Allokation der Education. Und die Leute sind in den Ritz-Ritz-Kin. Und die haben dort einen Ausgleich gehabt an der Situation. Und die verlieren den Lohn. Und der Congé parental, so wie ein Loas, auch für die Neuen, den hilft du auch noch nicht. Und den du ein Problem. Den meine ich, das ist ein soziales Problem, den sie stellt. Und du müssen auf die eine oder andere Manier eine zusätzliche Antwort darüber finden. Für du einen Ausgleich zu machen. Das ist wirklich eine Sozialselektivität, von der ich da schwätze. Weil du geht da wirklich um einen ganz präzisen Punkt für das. Ich will auch darauf hinweisen, dass sogar auch das Problem besteht, den ist vielleicht nicht mehr temporär, wenn du, das temporär, wenn der Congé parental so angefangen wird, wie vier gesehen hast, geht der Congé parental, und das ist auch eine wichtige Neuerung, lebt weiter mit dem Index und mit der Majoration von dem Mindestlohn. Ne? Den ist also adaptiert, das ist eine von den wichtigen Sachen. Nun aber nur bis zu der nächsten, und übernächsten Indextranche, haben wir die Situation, dass für einen Mindestlohnempfänger, den kriegt sein Mindestlohn, aber wie das ist ein Gehalt ist, bezahlte Steuern an Sécurité Sociale drauf. Sein Netto geht also rein, und den Netto geht los, während einer Zeit ändert das, was der Congé parental nicht am Moment ist. Das ist ein temporäres Problem, mit dem aber eigentlich nicht gut ist, an einer Reform, die grundsätzlich an die richtige Richtung geht. Und da wollte ich eigentlich auch so im Dumm können noch proposieren, dass ich da eine Zwischenlesung möchte, dass ich einen Ausgleich während der Zeit möchte, weil an drei, vier Jahren nur zwei Indextranchen
ass de Problem geléist, dann ass net mit dran. Oder dann an mat der Steierreform. Du kann ihn doch machen. Ich wollte auch noch Kannergeld die Reform aufschließen. Du siehst, Gilles Baum weist darauf hin, er kriegt keine etwas weggeholt, die nuanciert als Chambre des Salariés. Zum Beispiel mit der Rentrée scolaire. Also, was ist Ihre Argumentation? Bei der Rentrée scolaire, also, du, dass die auch schon direkt spielt, den neuen Montan. Und du hast es so, dass das für die, die eine Gruppe familial für drin hat, wie das Dora Montan unik geht, geht das dann zurück. Und auch die Familie in Lodo, die verliert bei der Rentrée scolaire, die verliert manifestement, weil du die Gruppe familial aufgeschafft geht. Und du hast Montan unik gesagt, wenn ich den Text richtig gelesen und richtig verstanden habe. Und du müsst entweder das geändert gehen, für das das dann bleiben wie das, auch für die Allokation. Dann ist es kohärent mit dem Versprechen von der Regierung. Wenn das nicht ist, dann verlieren die Leute mit 2 bis 3 Kammer, die in einer Rentrée scolaire haben, die verlieren. Hast du also, wir gehen vielleicht vor den Rapport weiter? Also, ich kann nicht so nicht 100%ig so, ich kann nicht schießen, dass wenn ich den Kammer am Lycée, wenn ich Rentrée scolaire geht, von 235 Euro. Ja. An den Kammer der Primärschule von 115. Ich weiß auch nicht, wie viel das am Moment ist. Mais, am Moment kriegt ihr beim zweiten Kamm zum Beispiel mehr. Du kriegst der Gruppe. Ich muss dich aber so, mit 235 Euro für die Rentrée scolaire am Lycée, du sind schuldig, aber bezahlt. Das kann ich aber so, weil ich schon auf dem dritten Gebiet aber auch ein bisschen erfahren. Und in jeweils der Klassen aber recht. Ich meine, ja. Adam Theissen dazu. Ich bin auch so ein Lohn für eben Material zu kaufen, mhm. nicht für Fred Gert zu kompensieren oder andere Sachen. Also. Mhm. Mhm. Ich stelle noch just etwas zu diesem Sujet so, wenn du erlebt, dass Leute haben gesagt, wir wollen, dass die Frauen am Arbeitsmarkt bleiben, dass wir denken, Fuß am Arbeitsmarkt bleiben. Das ist ja gut. Ich habe noch nie abgehalten, mit Schaffen. Ich fand noch, dass ich das soll machen, dass auch ein Aufsichtsprung, wenn es an der Koppel noch nicht klappt, ganz sicher. Aber ich fand trotzdem, es steht in der Regierung nicht so, die Leute zu sagen, wie sie sollen ihr Leben gestalten. Wenn ihr aber Familien habt, wo aber den einen oder den anderen Partner seht, ich will mal wirklich die Zeit holen, für mit meinen Kindern zu verbringen, an der Zeit nicht schaffen gehen, dann muss ich so, dann haben sie aber da gehen die hei, aber extrem geschädigt par rapport zu den anderen. Aber ja, weil da hinten die Allokation d'Education wegkommt und die kriegen einfach strikt gar nicht. Wir sind auch beim Thema von der Allokation d'Education, ja. wo ich viel darüber argumentiert habe. Ich bin der Meinung, auch an dem System, wie wir in Lohai haben, wenn man eine Koppel, ich von den Partnern sieht, ich bleibe gerne daheim, während engem 2 oder 3 Jahre oder so lange, das ist ja aber nicht verboten. Das ist ja keinem verboten. Ich meine, wir kriegen aber trotzdem ein substanziell Kammergeld, 265 Euro, wenn ich das vergleiche mit den nordischen Ländern oder der Europäischen Union, lang mal da, bei weitem am höchsten. Ja, ich gehe zu. Da muss ich bei verschiedenen Sachen Aufstriche machen. Ja, ich kann Leute auch Aufstriche gemacht haben. Ich kann denen, die 14 Jahre das selbe Auto. Das sind auch Aufstriche. Das geht aber nicht so, dass du als Regierung den Leuten ein Modell, wie sie Familien sollen gestalten, imposieren. Nein, wir imposieren absolut kein Modell. Das ist so nicht auch viel wert. Weil wenn heute das Familienmodell imposiert wird, Madame Hatto, das war eine Partei. Weil 2003 hatte man 7700 Betreuungsplätze und 2013, 10 Jahre drauf, und das war 10 Jahre lang CSV in der Regierung, da hatten wir 51.000 Betreuungsplätze. Das heißt, wen hat zu Lützeburg gesagt, wir wollen gucken, dass wir damit auf den Arbeitsmarkt kriegen, wir wollen gucken, dass wir die Kammer betreut kriegen. Und das war CSV. Ja. Und was machen wir los? Die Demokratische Partei hat sich den dritten Prozess nie verschlossen, hat ihn unterstützt, weil sie ihn richtig fand. Und dafür muss ich sagen, dass ich eine Argumentation wieder aber los, ich probiere aber zu drehen, dass ich die aber nicht gut halte. Am anderen Schritt war, und ich sage nicht dadurch, am anderen Schritt war, wenn er erkannt hat oder 2, viel zu sagen, ich bleibe nur eine Zeit daheim. Gut, dann muss ich noch Striche machen, weil dann eben Mama so im Haushalt sind, mir es geht. Also ich fand nicht, dass wir es gedreht haben, ich fand, wir haben einfach probiert, etwas zu machen für jeden Verein, für alle Formen von Familie. Wir haben die Sachen nachgeführt mit den Checkservicen, wo ich noch vielleicht mal länger muss darüber nachdenken, ob das so, wie sie gehandhabt haben, ob das richtig ist. Aber wir haben einfach etwas gemacht für die Leute, die Decision geholt haben, daheim zu bleiben. Und dafür können wir auch nicht so, und wir dürfen eine Kehrtwendung machen. Wir haben von Gold so organisiert, dass alle Familien die Schwere hat, für ihr Leben so zu organisieren, wie sie wollten. Und wenn ich die Stadtropie gewesen habe, das wäre ein fiktiver Schwere, weil die Frauen etwas gut, wo die noch am Trennungsfall vielleicht dann aber. Das hätte ich vielleicht von Anfang an gesagt, dass das für mich eine kurze Zeit gedurcht, dass ich vielleicht das nicht so lange ging, aber trotzdem wäre das eine Unerkennung für die Leute, die das gemäht haben, und auch für die Leute, die sich wirklich willentlich dafür entschieden hatten. Und ihr müsst wissen, es gibt auch Leute, die das gerne machen, die Lust tun, die einfach
dat machen, weil sie dat spieren. Und ich fand mir hunden für die Familien, haben wir lo definitiv haben wir nicht gemacht. Das ist effektiv die politische Akteure, Madame Theissen. Wie sieht ihr, es geht lo ein Modell imposiert? Also ich meine, wir machen die Politik, aber wir fördern aber effektiv, wir probieren eben effektiv, dass die Leute mehr also responsabel und autonom sind. Das heißt, sie haben den Choix, vielleicht eben da auch mit dem Congé parental ein bisschen Männer zu schaffen. Ich meine, das geht aber an die nämliche Richtung. Aber die Leute gehen aber ein bisschen responsabilisiert. Das heißt, am Anfang, sie wissen, Herr Nu, haben sie aber auch etwas, also, wo sie können schaffen. Das heißt, sie hängen nicht einfach da an der Luft. Ich meine, also sie wissen, dass sie Suche können verdingen an wann die Suchen sollen kommen, dass sie auch etwas dafür leisten müssen. Die den Congé parental durchstellen, ich mal froh, dass für Kinder bis 6 Jahre, Kinder mit Großkinder brauchen noch eine Präsenz, muss ich nicht an dem Ganzen auch direkt von der Teilzeit schwätzen, geht das dann nicht eher Chamberkommission aus? Ja, ich meine, also da geht auch drüber geschwart, aber ich meine, das ist noch nicht diese Idee, sie sind am Gangen. Die Zeit, Madame Hetto, die im Moment mehr von Frauen geholt wird, also man es finanziell zu Ungunsten von den Frauen. Ja, also es sind absolut viel Teilzeit. Also da muss ich wirklich, muss ich mit den Patronen durchsetzen, für da wirklich mehr flexible Arbeitszeitmodelle zu kriegen, auch für Wert. Ich so ein Beispiel, wenn wir auch von Familie schwätzen. In Frankreich haben sie zum Beispiel eine Studie gemacht bei jungen Eltern. Und junge Eltern, die wollen den Stress von 40 Stunden schaffen, dann der kann sich gut heimkommen und dann noch Familie gut älter sind. Die wollen das nicht mehr und die wollen Männer schaffen. Und ich meine, dass ein Besuch da ist und ich gebe mir wünschen, dass wir in die Richtung gehen, für du neue Arbeitszeitmodelle zu fangen. Auch Teletravail geht auch nicht in alle Branchen, ganz sicher, da stehen die Metzger, kann das nicht machen, aber es geht auch viele Betriebe, wo ihn das kann erfahren. Teilzeit habe ich absolut, ich meine, das muss man aufpacken. Ja, ich denke, wie gesagt, die Frau von der, die soll ja ein Thema gehen, vom Patronat auch gut Flexibilität gefragt, an Teilzeit, wie gesagt, die Thematik? Teilzeit habe ich, dass eben zu der nächsten Zeit im europäischen Plan diskutiert gehen, wie der Congé parental. 97. Das ist auch ein Akkordkader, den wir gemerkt haben, den noch zu Lützeburg nur im Umgesetz genannt. An ausgehend davon war eigentlich ein Approche, die mir berührt hat, dass wir gesagt haben, hey, komm mal diskutieren über die neue Formeln von Rechten von Teilzeit. Wir haben einen Akkord für aber logisch für 8 Jahre unterschrieben mit der ÖL. Das finde ich noch selber, mit der unterschrieben noch. Wo vier Formeln festgehalten sind, die sollten behandelt gehen. Da dient das Recht auf Teilzeit, habe ich für Raison der Konciliation wie familial wie parental. Das zweite, das war die für einen Übergang an Pension. Recht ab einem bestimmten Alter für da aufzubauen. Das dritte für schwierige Fälle, das dritte war für die Education. Von selber, also von ihnen selber wird Formation machen. Ja. Und das wäre der Wunsch im Patronat, für zu gucken, Referenzperioden auch bei der Teilzeit der Bestimmungen zu adoptieren, weil sie argumentiert tun, dass von ihnen mehr Teilzeit der Bestimmungen dann muss ihnen dadurch enkadrieren, dass ein Betrieb auch das können machen. Den Akkord also in der Schrift gehen, dass man darüber sollte verhandeln. Das heißt Bereitschaft von der Gewerkschaftsseite für die 4 Aspekte, auch den von der Flexibilität zu negociieren, als da die Verhandlungen sind seit 1,5 Jahren, werden wir auf Antworten von der ÖEL, auf Propositionen für die Verhandlungen weiterzugehen. Ich bin der Meinung, dass es sehr gut in der Regierung wäre, für Partner zusammenzurufen und zu tun, dass Hitler nicht meint, für auf den Ursachen zu akkuschieren und dann wenn er das nicht macht, dann handeln wir auf den Feierbasis, wo der ja eins fährt, dass es darüber verhandeln müsste. Ja? Die Zeit, effektiv Zeit lebt, also fort, wollte ich nach auch Madame Theissen aussprechen. Da geht es ja so gut, dass die Sohn, es muss den Droit conditionnel au temps partiel gehen, wo den Patron nicht immer kein refusieren. Wie sieht er das? Ja, wie gesagt, voilà, wie gesagt, das springen, da geht wahrscheinlich in den nächsten Wochen, dann meint darüber geschwätzt. Könnte ich dir vorstellen, dass du ein Droit conditionnel gehst? Also, ich weiß nicht, wie weit du die Negotiationen am Gang sind. Natürlich, ich kann nicht ja oder nein so. Ich meine, wir müssen aufwarten, was du effektiv decidiert geht. Für aufzuschließen, will ich dann dem Rapporteur von dem Gesetzprojekt Congé parental an Familienzulage Gilles Baum vorstellen. Für wen sind die Gesetze, natürlich sowohl den Congé parental wie die neue Familienzulage? Wie sieht ein Timing aus? Also, sehr wie möglich. Sie sind präsentiert in der Chambre-Kommission. Wir werden für die zwei
op den Avi vom Conseil d'État, für das man können am Kader von der Chambreskommission Artikel für Artikel mit den Membern aus der Kommission durchgehen. Mein Wunsch wäre, dass man das gibt, Hacke für unter größer Vakanz. Aber das scheint mir relativ sportlich zu sehen, weil ich weiß, dass der Conseil d'État ganz, ganz, ganz viel Arbeit hat. Aber wenn nicht dann, dann einfach am Hirscht. Für wen ist die gratis bilinguale Kannerbetreuung? Das ist viel gesehen, das ist viel gesehen, viermal an einer Testphase auf verschiedenen Krächen zu machen, ab September 2016 und dann flächendeckend 2017 im September die Sache anlaufen zu lassen, mit 20 Stunden pro Woche. Auf die Themen werden wir nachher zurückkommen. Merci, die Damen, die Herren, für das Table Ronde. Und für euch gebe ich dann ein nächstes Rendezvous für Chambre Aktuell gehen. Nächste Woche auf derselben Platz, dieselbe Zeit. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend.